Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Castlevania. Nachdem wir die ersten beiden Missionen erfolgreich bestanden haben, die Fährte und das belagerte Dorf, wollen wir jetzt mit dem dritten anfangen. Leider hat die Ava Media Game Capture HD, ach nee, das ist ja die Elgato, hat die Elgato die Aufnahme nicht aufgenommen. Es gab ein Problem, jetzt habe ich synchron auch nochmal das am PC und dann sehe ich, ob es aufnimmt oder nicht. Momentan nimmt es auf. Ach, dieses Programm nervt mich richtig. Na gut, dann starten wir jetzt mal mit dem Todessumpf. Er ist wieder mit sich und seinen Gedanken allein und setzt seine Reise fort, um jene zu finden, die er sucht. Wer oder was war diese seltsame Kreatur? Hier gibt es eine Macht, die nur wenige kennen. Eine Macht, die die Ereignisse beeinflussen könnte. Vielleicht ist der Wächter des Sees auf ihn aufmerksam geworden und bietet ihm seine Hilfe an. Nun gilt es allerdings noch, den Todessumpf zu überwinden. Ein Ort, der vielen aus der Bruderschaft des Lebens, das Leben gekostet hat. Der Gestank des Todes ist hier allgegenwärtig und die Gefahr lauert hinter jeder Ecke. Doch nichts kann ihn aufhalten. Nichts wird sich ihm in den Weg stellen. So, damit sind wir jetzt hier schön, wie es auch ist, im Todessumpf. Ach, ich muss das jetzt leider nochmal durchspielen. Das Schöne, was man eben noch nicht entdeckt hat, ist jetzt wahrscheinlich schon entdeckt. Die Leichen sind hier schon geplündert von mir gewesen. Hier haben wir nämlich einen Teil der Mulden füllen können, unserer Lebenserfahrung. Und wenn die 5 Mulden gefüllt werden würden, ich habe momentan 2, also 2 hier in diesem Level, dann würden wir mehr Leben bekommen, was auch relativ wichtig ist. Leben ist hier sehr, sehr wichtig. Ja? So, gucken wir mal, welche Kreaturen hier auf uns warten. Ich weiß es ja jetzt leider schon. Schon ein bisschen ärgerlich. So, jetzt werden mir hier auch die Tipps nicht mehr angezeigt. Nach unten und X drücken. Und jetzt sind wir hier bei den Sümpfen. Hier wurde uns erzählt, eben bei der Leiche zum Beispiel, man bekommt auch manchmal, hier sind Granaten. Eine Granate? Oh, wir sind so clever, wir haben eine Granate geworfen. Ja, was sagst du jetzt? Ah, wir sind die Geilsten. Was? Oh. Ja, das sind Goblins. Nicht so ganz schlaue Kreaturen. Ich glaube, momentan werfen sie jetzt schon Granaten. Mal gucken. Auf jeden Fall sammle ich dann eben ein bisschen Credits hier. Ja, das hat wehgetan. Für mein Upgrade, was ich unbedingt haben möchte. Wie viel? Ah, wir haben... Ja, genau. Ich habe jetzt 10 Dolche. Vorher waren es 5. Ich habe ein Upgrade bekommen, als ich den kleinen Boss hier besiegt habe. Der später auch noch kommt. Geil, wie ich die hier richtig zerfetze. Und es nimmt doch auf. Das ist ein Ereignis, was mich gerade freut. Und sie gehen in den Sumpf. Und da sehen wir jetzt auch, wir müssen auch durch den Sumpf. Und wir werden hier von Seeungeheuern runtergezogen. Also müssen wir aufpassen. Auch wir werden eventuell erwischt, wenn wir da reinspringen. Aber wir müssen wohl oder übel diesen See des Todes überqueren. Naja, jetzt ist das Neuentdeckte hier, was ich alles gefunden habe, ein bisschen blöd, weil ich jetzt weiß, was ich machen muss. Auf jeden Fall springen wir jetzt hier rüber. Ich habe noch vorher geguckt, was man hier so sehen könnte, weil ich nicht, weil ich gerne alles Mögliche sehen würde. Hier sind ja auch viele Leichen und ich möchte, wenn es geht, viele, viele Leichen finden und somit auch Lebenserhaltung quasi bekommen. Wir werden beobachtet, aber von was und wem, das wissen wir noch nicht. Zum Brunnen gehe ich immer gerne. Ich habe, glaube ich, ein bisschen Schaden eingesteckt. Und diese Lebenspunkte kann ich wirklich gut gebrauchen. Ah, mehr Goblins! Das sind echt... Das sind auch keine Schattenwesen hier. Das sind, ich sag mal, solche Gifttypen. Die sind, ja, weiß ich nicht, solche... Schargen halt, solche Krieger des... die gerne auch vom Dunklen missbraucht werden. Dass die im Sinne von den Dunklen kämpfen eventuell. So, warte, 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 ich gehe zurück. Ich versuche da, soweit es geht, rüber zu springen. Nein! Das kannst du schön vergessen. Oben noch ein Brunnen, aber ich glaube, ich war voll, ne? Ja, du bist bereits kerngesund. Schade, dass ich nicht irgendwie so eine Flasche habe und das irgendwie einfangen könnte oder so.
Im Notfall, wenn ich richtig zerstört bin, dass ich das dann eventuell, dass ich mich dann eventuell heilen könnte. Das wäre richtig cool. Aber leider nicht. Gerade bei den Bosskämpfen wird das richtig schwierig werden. Naja, gut. Okay. Hier war ich aber noch nicht, sehe ich gerade. Ich habe nämlich einen anderen Weg eingeschlagen. Das ist ja cool. Diesen Weg bin ich... Na, stopp. Ich könnte links lang gehen, aber ich gehe mal hier lang. Es sieht mir hier nach einem Geheimweg aus. Es waren nämlich zwei Passagen und ich habe die rechte gewählt. Also da, wo der Brunnen nicht war. Ich komme hier gerade nicht hoch. Doch, jetzt. Wo führt mich das hin? Cool, Alter. Diesen Weg bin ich noch nicht gegangen. Komm, gehe ich jetzt zurück oder so? Nein! Lasst es! Nimm doch eure Grip... Ach, wahrscheinlich muss ich warten, bis diese... Nee, das verschwindet nicht. Doch, jetzt verschwindet's. Diese Blasen kündigen schon mal diese Druckwelle an. Und dann, das heißt, man muss warten, wenn man nicht von diesen Griffeln erwischt werden muss. Erwischt werden will. Ich weiß nicht, wo mich dieser Weg hier hinführen wird. Jetzt werde ich erwischt. Aber nicht schlimm. Ich befreie mich ganz einfach draus. Das geht vielleicht sogar schneller. Dann brauche ich nicht warten. Ja komm, ich gehe jetzt hier einfach durch. Alter, wo führt mich das hin? Cool. Eine Leiche. Geil, es lohnt sich ja richtig nochmal hier. Cool. Ja, geil. Der dritte Platz ist sehr schön. Der dritte Platz ist jetzt schon mal gesaved. So, der müsste jetzt verschwinden gleich. Ich warte noch mal ein bisschen, weil der eigentlich gleich verschwinden sollte. Macht er nicht, gut. Das hat sich schon mal gelohnt, dieses Spiel, diese Mission noch mal zu spielen. Aber ich habe es ja auch hauptsächlich gespielt, ja hauptsächlich noch mal mit euch, weil ich will nicht, dass ihr irgendwie jetzt hinterherhängt. Und weil es eigentlich ein richtig cooles Level hier war. Mit den ganzen Geheimnissen, die man herausgefunden hat. So, und raus hier. Mal gucken, was es hier noch so gibt. Wahrscheinlich nur wegen der Leiche. Es führt aber im Endeffekt immer zum gleichen Punkt. Ja, das war hier der Punkt, an den ich mich gut erinnern kann. Hier werfen die viele Granaten. Und man hat jetzt auch die Chance, die einfach zurückzuballern. Alter, geil! Das sieht mir was ab. Warte, das mache ich jetzt mal. Ach ja, ich habe jetzt hier... Ja! Ja! Die Fähigkeit, stimmt. Und gleichzeitig eine Bombe von dem, geil. Das wäre richtig cool, muss ich sagen. Die habe ich nämlich nach dem Bosskampf, wie gesagt, bekommen. Hätte ich eigentlich normalerweise nicht gehabt. Und ich habe sonst auch nicht viel damit gemacht gehabt. Na, erfahren! Und jetzt weiß ich, dass ich auch mit dem Enterhaken Gegner krallen kann. Sehr gut. Gerade auch mit der Modifikation. Richtig cool. Ich feiere das Spiel echt. Finde ich echt super cool. Und gerade wie man die Gegner hier zerfetzen kann. So. Das sind auch relativ viele, muss ich sagen. Und wenn man immer ein freies Spiel macht, werden die Kämpfe hier schwieriger. So, jetzt kommt noch einer. Den grapsche ich jetzt. Und entnehme ihm die Granate, die ich jetzt hier gegen den Baum werfe. Jetzt wurde sie schon mal entwurzelt. Das heißt, jetzt müsste ich sie noch einmal abballern. Ja, im freien Spiel ist es definitiv schwieriger als in der Mission. Da war es nämlich anders. Da war nur einer da. Jetzt muss man wahrscheinlich erstmal die Welle hier überleben. Obwohl, nee, warte, die werfen ja Granaten. Brauche ich ja dann noch nicht mal einzeln hochheben. Und zack! Und wir sehen hier 34 von 50 Gegnern. Mal gucken, wie, ob die endlos hier kommen. Wow, Granate! Gerade noch gesehen. Mal schnell rüberspringen. Das sieht so aus, als ob die Blase da gleich weggeht, der Strudel. Ja, super. Können wir da durch sneaken. Eine coole Atmosphäre auch. Irgendwas verfolgt uns doch, verdammte Kiste. Huah.
Noch mehr von euch plagen. Alter, das war eine geile Kombo. Und das mit dem Upgrade sieht gar nicht so schlecht aus, denn mir fehlen nur noch 430 für das schöne Upgrade, was 1050 kostet. Bam! Okay, ich kann jetzt langsam mal wieder meine Gesundheit aufladen. Kann ich hier runtergehen? Mal nicht die Treppe hochgehen, weil hier eventuell... Aha. Ja, da ist ein Brunnen. Gut. Vorher sollte ich natürlich die Gegner umbringen, weil wenn ich dann mich aufgeladen habe und vom Gegner getroffen werde, wäre das nicht so pralle. Also man muss aufpassen auf die Umgebung, wo man sich, wo man gerade ist, weil danach kommt nämlich der Bossfight und ich habe letztes Mal nur noch mit noch nicht mal einem Drittel meiner Lebenspunkte gekämpft, die sich hoffentlich bald noch weiter stetig nach oben gehen, weil, ne, ich habe nur die Hälfte. Ist also nicht ganz so toll. Kann noch besser werden. Und jetzt bin ich vollgeladen. Hier habe ich das Relikt dann bekommen, also die Modifikation quasi für den Haken. Und habe auch gesagt, das Spiel erinnert mich langsam aber sicher nach Prince of Persia. Nur, dass es noch geiler ist. Mit den ganzen Gegnern, die man hier töten kann, mit den Kombinationen, die man anwenden kann. Ich sehe ihn. Eigentlich ist es ja schon modifiziert, das heißt, Forgive me, brother. But my need is far greater than yours. Die Hakenspitze. Dieses Relikt wurde vom berühmten Handwerker Rinaldo Gandolfi gefertigt. Dank der beweglichen Metallspitze kann man Gegenstände und Feinde aus der Distanz erfassen, was dem Kampfkreuz die Eigenschaft eines Enterhakens verleiht. So kann der Träger unter Zuhilfenahme des Kampfkreuzes nach oben klettern, sich abseilen und von Ort zu Ort schwingen oder aber auch Gegner an sich ranziehen. Sehr gut. Und da oben sehen wir diese funkelnden Dinger. Das heißt, wir setzen dann im richtigen Moment R2 ein und... Mit Viereck oder Dreieck können wir Sachen kaputt hauen, wie diese Scheibe hier. Und sind jetzt erstmal auf einem kleinen Friedhof. Und, in... Alter, das gibt's ja nicht. Was ist das denn für ein hässliches Viech hier? Voll das creepy Viech. Und oben rechts sehen wir, wie gesagt, die Lebensanzeige von ihm. Ich habe volles Leben. Ich habe mit einem Drittel gegen ihn gekämpft gehabt. Der hat zwei verschiedene Varianten des Angriffes. Einmal schlagen und einmal eine Druckwelle. Je nachdem, wie weit man weg ist, zieht es weniger ab. Je nachdem, man näher dran ist, zieht es mehr ab. Und jetzt hat er mich getroffen. So, die Druckwelle auch nochmal hinterher. Man muss einfach im richtigen Moment hochspringen. Zack! Und er hat schon fast die Hälfte verloren. Ein relativ einfacher Gegner. Halbboss in Anführungszeichen. Huppa! Ich kann hier leider nicht meine Kombo einsetzen, weil... ja, ist ja logisch, dass er dann... für einen kurzen Moment gefreezt ist und in der Sekunde greift er an. Das ist einfach so. Das macht also keinen Sinn. Es sei denn, er macht hier die Druckwelle und dann mache ich jetzt mal BAM, die Kombo. Und die hat, glaube ich, auch relativ viel abgezogen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, nimm das. Ja, ja, ja. Ja! Sag das den anderen, du verfickter Scheiße, du! Auch wenn du jetzt tot bist. Oh, ich glaube, es hat übersteuert. Mist. So, der ist erstmal zerstört. Da oben komme ich weiter. Es gibt wahrscheinlich noch mehrere. Das war ja auch so mit dem Warp. Da war ja so ein kleiner Boss. Und später dann hat man gegen den Normal angetreten. Allerdings, ich glaube, der wird ein bisschen vermindert sein. So, hier links war der Brunnen. Kann ich mich noch entsinnen? Und die Aufnahme läuft auch noch. Wunderbar. Freut mich. Ach nee. Oder ist das voll aufgeladen? Ich glaube noch nicht ganz. So, dann gehen wir mal weiter runter. Jetzt kommt hier noch so ein kleiner Kurs, wo wir rumschwingen können. Wo wir es quasi nochmal ein bisschen, so ein kleines Tutorial nochmal mit dem Enterhaken.
Auf jeden Fall finde ich es richtig cool, diese Landschaft hier. So, einmal rüberspringen. Hupp. Jetzt können wir hier runter. Das können wir ganz leicht mit dem Stick machen. Nur wenn wir springen müssen, müssen wir Stick und X drücken. Ansonsten können wir hier rein mit dem Stick interagieren. Die Leiche habe ich auch schon durchsucht. Von daher kann ich mich hier runterseilen. Und einmal rüber springen. Man sieht es schwer, ob das eventuell gerade ist, diagonal. Aber alles war gut. Hier nach oben. Fallen lassen. Und einmal rüberschwingen. Und hier einfach rüberspringen. Sehr gut, haben wir geschafft. Und nochmal. Und hier nach oben. Und ich glaube, das Level, das haben wir jetzt schon geschafft. Geht natürlich schneller, wenn man das schon mal durchgespielt hatte. Und wir gehen in den Tempel rein. Da bin ich mal gespannt. Und jetzt haben wir 1350. Das heißt, wir haben fast genügend für... Wir haben auch neue Talente bekommen. Kann ich ja auch mal gucken. Na, das will ich upgraden, wie gesagt. Und, ach ja, ihr wisst ja gar nicht, ich habe mir die hier angesehen, letztes Mal, wo die Aufnahme nicht aufgenommen hat. Luftgreifer, wie Schleuderkette, wie gesagt, das ist ja das Gegenteil von dem hier. Das habe ich ja schon hier mit dem Viereck, also das will ich nicht gern, das würde ich nicht gern nochmal mit Dreieck haben. Wenn, dann würde ich hier diesen direkt heftig Combo einsetzen. Kann ja nochmal vorlesen, halte Viereck gedrückt, um eine Reihe heftiger Direktangriffe zu starten. Drückst du Viereck, wiederholt werden der Combo weitere Treffer hinzugefügt. Also das eventuell später könnte ich mir jetzt schon leisten und dann, wenn ich das gekauft hätte wieder, hätte ich die Grundbasic und könnte dann ein erfahrenes Upgrade zum Beispiel kaufen. Bodenfräse.